Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin gerade dabei, dieses Video hier gerade fertig zu schneiden. Und zwar seht ihr gleich den Teil, wo Lea Atombegriffe erklärt und sie wusste fast gar nichts. Aber ein paar Begriffe hat sie eigentlich richtig erraten. Oh mein Gott, Leute, ich hänge schon den ganzen Tag in Johannes Wohnung, weil Moritz, Lea und Johannes den ganzen Tag auf einem Dreh waren und ich durfte leider nicht mitkommen. Deswegen habe ich heute fast den ganzen Tag nichts gemacht, außer meine Videos geschnitten. Leute, ihr habt doch bestimmt schon Johannes Wolkenwand hier gesehen, die übrigens richtig geil aussieht. Und Leute, passt auf, ich habe was richtig Cooles eingestellt. Alexa, Isabel. Okay. Alle sind rosa. Oha, auf der Cam sieht das aus, als wäre das blau, aber das ist eigentlich rosa. Ja, also so gefällt es mir auf jeden Fall besser als Alexa Streamingzimmer. Also, eigentlich habe ich sonst gar nicht so viel zu erzählen, außer, dass es in 2 Stunden mal wieder für mich nach Hause geht. Aber zum Glück fahre ich nicht mit dem Zug, sondern ich fahre mit Lea und ihrer Mom. Also ich fahre zum Glück mit dem Auto, aber ich glaube, die Fahrt mit Lea wird eigentlich ganz angenehm sein. Oh mein Gott, ich habe doch noch was zu erzählen. Und zwar, ich und Johannes haben ja vorgestern unsere Songs hochgeladen. Ich bin Isabel, ich kopiere Moritz und mache YouTube nur für Geld. Meine Wohnung. Dich unsere Liebe zu unendlich. Mein Song ist einfach in die Trends gekommen und Johannes sogar auch. Also sein Musikvideo, naja, eher mein Musikvideo, ging auf Platz 36 und meins irgendwie auf Platz 12 oder sowas. Keine Ahnung, voll krass irgendwie. Ultra viele Leute haben diese Musikvideos richtig gefeiert. Sehr krass, aber was Johannes Song angeht, ja, ich muss euch mal was zeigen. Und zwar glaube ich nämlich, seitdem ich seinen Song geschrieben habe und seitdem er meinen Song gesehen hat, also den Mein Wohnungssong, liegt hier auf einmal ein Staubsauger, Glasreiniger und das Allerkrasseste ist einfach, dass die Küche ist einfach sauber. Also ich glaube, der Song hat einiges gebracht. Aber Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem Teil, wo Lea Turmbegriffe erklärt. Let's go. Leute, ihr kennt ja bestimmt Leas Video. Und zwar hat mal Lea ein Video gedreht, wo sie Moritz versucht hat, Reitbegriffe zu erklären. Ganz weiß, wie lange wir bekommen haben. Nee. Nee. Und Moritz hat voll reingeschissen. Ja. Und ich würde sagen, ich mache das mal mit Turnen. Also ich werde dir jetzt ganz viele Turnbegriffe sagen. Und du musst mir mal erklären, was das ist. Und ich weiß, dass du keine Ahnung von Turnen hast. Ich bin echt gespannt, weil ich habe wirklich mehrere Begriffe rausgesucht. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten. Was ist ein Pull-In? Ich blende direkt danach immer ein Video ein, für die, die nicht wissen, was es überhaupt ist. Ein Pull-In. Full? Pull-In, ja. Also ein... Full. Full, voll und dann in... Ich denke mal, ja, dass man dann so komplett, also halt voll eingeknöselt ist. Also irgendwie so richtig verrenken. So. Oh mein Gott. Ja, nicht so ganz. Das ist, wenn man sich in der Luft einmal dreht und dann dabei ein Salto macht. Also ja. Nichts mit einrecken. Was ist ein Aerial, also Areal. Ach, das weiß ich. Ich weiß nicht, was ein Side Aerial ist. Also das ist halt ein Radschlag ohne Hände. Ja, richtig. Krass. Nicht falsch verstehen. Was ist eine Kippe? Kippe. Eine Kippe. Vielleicht wie so eine, wie heißt das nochmal? Ja. Also man kippt immer so halt. Man kippt einfach die ganze Zeit ja, vorne nach hinten. So. Ja. Nein, das ist falsch. Das ist komplett falsch. Das hat was mit dem Stufenbarren zu tun, dass man so hoch geht mit so einer Kippe. Ja, das ist ja keine Ahnung, das ist was anderes. Das ist halt okay. Als nächstes gibt es den Bogengang. Bogengang, das ist eigentlich ganz einfach. Das könntest du sogar eventuell wissen. Bogengang. Also ich denke, man geht halt so. Und dann läuft man irgendwie so. Also man läuft mit dem Bogen, ne? Ja, aber irgendwie so. Okay, nein. Das ist dieser, wenn ich immer laufe und einfach so nach vorne so einen Überschlag mache mit meinen Händen. Das ist ein Bogengang. Ja. Und nicht, wenn man in den Bogen läuft. Als nächstes kommt Manny Kelly. Ein Manny Kelly. Wow. Ein Manny Kelly. Maybe. Ja. Manny, also vielleicht. Viele Flickflacks. Fast. Aber Manny nicht mit A, sondern mit E. Also Manny Kelly. Flickflacks ist richtig. Nur, dass es ein Flickflack mit Beine geöffnet ist. Dass man die Beine dabei öffnet, wenn man nach hinten springt. Oh. Ja. Okay. Wer soll sowas schon wissen? Als nächstes kommt der Schweizer. Der Schweizer?
Fall sein. Ein Schweizer. Vielleicht macht man dann so ein Kreuz wegen der Schweizer Flagge. Ein Kreuz! Naja, nicht so ganz. Das ist so ein Handstand. Oh. Wie man so, dass man so ein Kreuz. Also, es ist fast richtig, aber dass man so ein Kreuz reingeht. So, und dass man im Handstand steht. Aber nicht, dass man auf dem Boden liegt oder ein Kreuz macht. Aber fast richtig, fast richtig. Als nächstes kommt Riemchen. Das ist kein Turnelement, das ist ein Ding vom Turn, was wir benutzen. Riemchen. Riemchen. Vielleicht Riemchen um die Füße. Was? Es ist für die Hände, wenn man am Barren ist, damit man keine Blase bekommt. Oh. Okay, ganz einfach, das musst du aber wissen. Was ist ein Backflip? Ein Rückwärtshaltung. Ja, richtig. Okay, was ist ein Pauschenpferd? Pauschenpferd. Also ist das auch eine Übung oder ein... Nee, das ist ein Ding. Das ist wieder ein Ding. Dann ist das wahrscheinlich so ein Bock, wo man dran übt. Ja, das ist auch richtig. Was ist ein Balance-Beam? Das ist auch ein Ding. Ein Balance-Beam. Richtig! Ja! Dann kommt nur noch... Schraube. Schraube? Schraube. Man dreht sich. Ja! Oh, wieder richtig! Wieder richtig! Alter, das war schnell durch. Das ist fertig.